Moin, hier kommt der nächste Testtobel aus dem neuen Paket. Und zwar haben wir hier das Nordlicht Ra Naturtrübes Radler mit Zitrone im Test. Das kenne ich persönlich nicht. Das ist ein brandneuer Testtobel für mich. Wir schauen uns jetzt erstmal die Zutaten an. Biermischgetränk mit Süßungsmittel aus 50% Bier und 50% Naturtrüber Zitronenlimonade. So, Zutaten: Bier 50%, Brauwasser, Gerstmalz, Hopfen, Hopfenextrakt und Hefe. Okay, das ist jetzt hier wahrscheinlich hier das Nordlicht-Bier. Hell wahrscheinlich, weil da ist auch Hefe drin, aber dazu kommen wir später, wenn ich das teste. So, naturtrübe Zitronenlimonade, 50% Wasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, 3,3%, aha, Orangensaft ist auch drin, aus Orangensaftkonzentrat, 1,1% Meerfruchtsaftkonzentrat, Limettensaft. Aus Limettensaftkonzentrat 0,3%. Kohlensäure, Süßungsmittel, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen. Aha, okay. Das Ganze hat 2,5%, wie sich das für einen Radler gehört. Das war jetzt fast 45 Minuten im TK. Mal schauen, ob wir eine Verdunstung sehen. Sieht man eine leichte Verdunstung. Wir riechen mal am Glas, würde ich schon sagen, an der Dose. Ja, riecht schon mal schön nach Zitrone. Riecht krass nach Zitrone. So, da schauen wir mal, wie sich das hier im Glas verhält. Das sieht man schon beim Einschenken, dass das naturtrüb ist. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, naturtrüb ist es, wie man sieht. Ja, Perligkeit. Ja, es perlt so leicht vor sich hin. Der Schaum ist offenporig, wenn da überhaupt noch Schaum übrig bleibt. Ja, naturtrüb ist es, habe ich schon gesagt. Ja, der Schaum verdünnisiert sich gerade, den können wir jetzt nicht bewerten. So, da riecht man jetzt nochmal am Glas. Ja, boah, krass nach Zitrone, beziehungsweise Zitronensaftkonzentrat. So, wir probieren das Ganze. Zitronig, sauer, aber nicht so sauer wie das Turmbräu gestern, das Turmbräu-Radler. War ja noch schlimmer. Oh, das hier ist schön erfrischend. Die Hefe schmeckt man nicht raus. Schön erfrischend, perlt auch schön auf der Zunge. Das Bier schmeckt man natürlich auch nicht raus, weil die Zitrone ist echt heftig. Aber das schmeckt richtig lecker. Nordlicht naturtrübes Radler kann ich nur empfehlen. Daumen hoch. Danke dafür für den Testrubbel.